Mittlerweile sind jetzt 10 Provinzhauptstädte von 34 in Afghanistan in der Hand der Taliban, fast 2/3 des Landes. Also schalten wir und schauen wir nach Kabul in Afghanistan. Stefan Recker ist seit 2014 der Leiter des Büros von Caritas International. Herr Recker, erstmal am Anfang, wie geht es den Menschen in Afghanistan derzeit während dieses Vormarsches der Taliban? Ja, schönen guten Abend. Also den Menschen geht es natürlich schlecht. Also neben der strukturellen Armut hier in Afghanistan, die ja schon seit Jahrzehnten herrscht, gibt es dieses Jahr noch eine Dürre dazu. Und jetzt noch der Vormarsch der Taliban, der also im Prinzip alle in dieser Vehemenz überrascht hat. Viele Leute müssen fliehen, weil sie wirklich Angst haben. Hier in Kabul sind wohl mehrere 10.000 Menschen angekommen in den letzten Tagen, die hier auf offener Straße in Parks übernachten. Diese Menschen haben große Probleme, haben natürlich Angst. Und ich denke, das wird auch so weitergehen erstmal. Wir als Caritas International, das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes, werden das Mögliche tun, um einen kleinen Tropfen auf den heißen Stein zu bringen, dass wir Teil der Not halt irgendwie lindern, zusammen mit unseren Partnern hier im Land. Sie sagen, mit dieser Vehemenz des Vormarsches hat kaum jemand gerechnet. Wie erklärt sich denn dieser Vormarsch? Denn die Taliban haben ja keine Luftwaffe. Sie sind deutlich weniger als die afghanischen Verteidigungskräfte. Wie erklären sich dann so schnell diese Territoriumsgewinne? Also ich bin kein Militärhistoriker, Militärwissenschaftler, Politikwissenschaftler. Ich kann nur meine eigenen Erfahrungen, meine eigenen Beobachtungen mitteilen. Gerne. Ich glaube, das liegt einfach nicht an der Stärke der Taliban, die nicht wesentlich stärker geworden sind in den letzten Wochen und Monaten, sondern einfach an der Schwäche der Regierung. Die Regierung war, glaube ich, völlig überrascht durch den Abzug der internationalen Kräfte, hatte selber keine Vorkehrungen getroffen, ist sehr unkoordiniert, die ist auch sehr zerstritten innerhalb der Regierung. Und von daher gibt es keinen koordinierten Widerstand. Also das ist ein echtes Problem für die Regierung hier. Und das wird auch so weitergehen. Also ich glaube auch nicht, dass das von Regierungsseite, dass die sich nochmal zusammenrafft, es sei denn, es passiert irgendein Wunder. Wird denn bei Ihnen in Afghanistan klar, was die Taliban überhaupt wollen, um was es hier tatsächlich geht? Es geht um Macht. Es geht wirklich um Macht. Es geht um Zugang zu Einkommensquellen. Es gibt natürlich eine politische Agenda von Nachbarländern, die Taliban teilweise unterstützen. Es gibt die Hardcore-Taliban wollen die Scharia hier einführen, wollen ein Emirat hier einführen. Aber es geht grundsätzlich geht es natürlich um Macht und Zugang zu den zu Einkommen, zu Lebensgrundlagen. Wir lesen von einer Massenflucht jetzt aus Afghanistan. Knapp 250.000 Menschen sind offenbar auf der Flucht. Freunde von mir aus Iran erzählen mir, dass tausende Afghanen jetzt über die Grenze nach Iran fliehen. Was kriegen Sie davon mit? Was droht da auch diesem Land? Also ich kann Ihnen keine konkreten Zahlen nennen. Es sind sehr, sehr viele. Wir haben momentan, glaube ich, 360.000 Binnenflüchtlinge hier im Land, in Afghanistan. Es werden sehr viele ins Ausland flüchten, sicherlich auch in den Iran. Im Iran geht es den Leuten auch nicht gut. Die werden teilweise misshandelt, ausgeplündert. Es gibt wohl auch Fälle von Morden an Flüchtlingen im Iran. Also ich kann Ihnen da nichts Genaues sagen. Ich kriege nur die Sachen mit, die Kolleginnen und Kollegen mir erzählen. Dann vielleicht noch mal zum Abschluss. Sie leben ja in dem Land schon sehr lange. Sie kennen das Land gut. Dieser Abzug der NATO-Verbündeten, was heißt das jetzt alles, wenn wir jetzt eben im Moment die gesamten Informationen bekommen, dass die Taliban eben auf dem Vormarsch sind, dass dann möglicherweise eine Scharia eingesetzt wird im gesamten Land? Was heißt das aus Ihrer ganz persönlichen Sicht auf dieses Land und für dieses Land? Also Afghanistan hat in den letzten 45 Jahren verschiedenste Regierungsformen erlebt, also auch von kompletter Anarchie, Bürgerkrieg, schon mal das Emirat Nummer 1 unter den Taliban in den 90er Jahren, die völlig korrupten Regierungen, die sie seit 2002 hatte mit Unterstützung der internationalen Gemeinschaft.
Ich glaube, die Leute, die sind desillusioniert. Also, dass die Menschen, die haben Angst, wie es weitergeht. Ich selber, wir werden hier unsere Arbeit fortsetzen, so gut es geht. Ich denke, auch eine Taliban-Regierung, die wird internationale Hilfsorganisationen brauchen, damit es zumindest einen kleinen Teil der Menschen, dass es für die eine soziale Fürsorge gibt, dass es ein Sie würden bisschen auch bleiben unter Entwicklungszusammenarbeit gibt. einer Taliban-Regierung. Ich persönlich ja auf jeden Fall. Und Also, auch und das Caritas wird auch von International. unseren Caritas. Ja, richtig. Wir werden bleiben. Das sind doch deutliche Worte. Stefan Recker, Leiter des Büros von Caritas International. Vielen Dank für Ihre persönlichen Eindrücke aus Kabul direkt um diese Uhrzeit. Vielen, vielen Dank Ihnen. Schönen Abend noch.